Hallo ihr Quirlinge, Dringil und seine Gefährten sind wieder zurück in Gewirrdorf in der Baronie und Dringil ist voller Konzentration gebeugt über seinen Kartentisch und da ist die Sache die, dass die liebe Valerie, die ist dabei, die verheerenden Raubzüge von irgendwelchen halborkischen Sklavenhändlern aus Belgzins Boden zu bearbeiten, braucht dafür noch einen Tag. Und es ist sehr wichtig, dass sie das nicht verkackt, weil es gibt Gemeinschaftspunkte, das gäbe Gemeinschaftspunkte, plus 3. Und das ist genau das, was ich gerade ziemlich viel brauche. Habe ich erst auf 9 jetzt. Ja, wir warten einfach mal einen einzigen Tag. Valerie, mach keinen Scheiß. Oh, Valerie, wieso hast du Loyalität verloren? Wieso habe ich in Gemeinschaft 23? Ich hatte gerade 9. Dass Loyalität auf 48 ist, ist logisch. Weil das ist ja minus 1. Aber wieso habe ich denn hier 9 plus 4 sind bei mir 13 und nicht 23? Versteht das jemand? Ich bin gerade perplex. Okay, also, die Späher der Regentin sind den Sklavenhändler weiterhin auf der Spur. Ah, sie hat das Problem nicht dauerhaft gelöst, sondern erstmal nur so vorübergehend. Ihr umherziehendes Lager muss aufgespürt und vernichtet werden. Okay, also es ist aber alles gut. Aber das verstehe ich nicht. Wo kommen denn jetzt diese 10 Punkte her? Oder ist hier irgendwas passiert? Ne, ich habe doch nur hier was Neues. Die Regentin besteht auf einer Anwesenheit. Eine Ratgeberin möchte über ein dringendes Anliegen sprechen, das die Zukunft der Baronie betrifft. Okay, machen wir mal. Da ist sie, Valerie, mit Hut. Valerie braust in den Thronsaal. Sie rammt ihre Absätze nachgerade in den Boden. Bebend vor Entrüstung steht sie schließlich vor dir. Ich hätte nie gedacht, dass ich meine Karriere als Regentin mit einem solchen Fall beginnen würde, aber der Anführer einer örtlichen Bande steht vor eurem Tor. Er bringt eine Truhe voller Diebesgut, das er mit euch teilen will, dem neuen Fürsten der Raubland. Okay. Ich bestehe darauf, dass dieser unverfrorene Mann unverzüglich verhaftet und bestraft wird. Eure Lande haben ein langes und dunkles Vermächtnis, aber eure Untertanen begreifen nicht, dass die Zeiten der Halsabschneider und der Presser vorbei sind und hier nun das Gesetz herrscht. Heute und für immer da. Na, an diesem immer da müssen wir noch arbeiten, Valerie. Valerie bläht vehement die Nüstern. Ihr werdet diese Banditen nicht so beschützen, wie der Hirschkönig es getan hat. Okay. Aber aus der Nummer komme ich jetzt nicht raus. Vertreibt diese Banditen aus unseren Landen und von nun an verfahren wir mit allen ähnlichen Bittstellern so. Ne? Wobei es heißt einen ähnlichen Bittstellern. Was heißt denn ähnlich? Definiere ähnlich, Dringil. Oder 2. Verhaftet diese Banditen und werft ihn in Eisen. Dieses Schicksal erwartet jeden Verbrecher, oder? Ich werde diesen Tribut annehmen. Ich hoffe, dieser gute Knabe und seine Kameraden werden ihren Gewinn auch in Zukunft mit mir teilen. Ist jetzt hier, hier habe ich jetzt gar keine Gesinnungshinweise. Ist es eine, also in ähnlichen Situationen habe ich ja immer dann eine Gesinnungsentscheidung getroffen. Hier jetzt nicht, das wundert mich. Also entweder wird das nicht eingeblendet. Oder es ist ein Bug oder was auch immer. Ich glaube, Dringil muss ja eine Duftmarke hinterlassen. Option 2. Verhafte diesen Banditen und werft ihn in Eisen. Dieses Schicksal erwartet jeden Verbrecher. Ich habe 50 Baroniepunkte erhalten. Warum denn das? Valerie atmet tief durch und erlaubt sich ein leichtes Lächeln. Ich werde euren Befehl mit Vergnügen ausführen, Dringil. Wo kommen denn diese 50 Punkte her? Ach, das ist die Beschlagnahme auch von dieser Truhe, von diesem Typen. Natürlich. Die waren ja so unvorsichtig, ihr Zeug hier hinzuschleppen. War's das? Jo, das war's. Okay, es gab übrigens wieder mal ein paar Patches im Spiel. Das sind aber alles relativ überschaubare Sachen jetzt. Wir gucken wieder hier rein.
Und da habe ich noch einen Punkt Gemeinschaft gewonnen. 24, ich verstehe nicht. Kann irgendjemand sich erklären, wo diese 10 Punkte Gemeinschaft plötzlich herkommen? Wir können ja gerne durchgucken, aber ich wüsste nicht, wo die sonst herkommen sollen. Amiri ist mit dem Angriffen der Trolle beschäftigt. Das dauert noch 24 Tage, also die ist auf absehbare, unabsehbare Zeitlinie. Ist die irgendwie außer Gefecht oder wie mehr belegt? Und er ist 10 Tage lang mit dieser Gelegenheit beschäftigt, die aber auch nur Wirtschaft boostet. Das hier, was das Einzige, was in letzter Zeit nicht geklappt hat, waren die anderen Trollangriffe. Da habe ich Militärstabilität eingebüßt. Was sagt eigentlich die Stabilität? Beständigkeit. Baroni ist stabil, gut. Projekte. Rangaufstieg. Das ist Gemeinschaft. Da könnte ich mit Valerie jetzt aufsteigen. Befasse dich 2 Wochen lang mit der Lösung von Problemen. Ja, das ist eigentlich wäre das gut, weil Valerie, naja, die hat ja bisher noch nicht so gut gewürfelt. Aber wo kommen jetzt die 10 Punkte her? Dann könnte ich das hier ist das gleiche mit Amiri, aber das kann ich nicht, weil die ist ja noch beschäftigt. Und das hier ist das gleiche mit dem Michel. Mit dem wollte ich das eigentlich auch machen. Aber der ist im Moment besetzt, belegt, wie auch immer. Monatswechsel steht kurz bevor. Na, jetzt 14 Tage lang, also 14 Tage zu vertändeln, ist natürlich auch nicht so gut. Ich habe noch 6 Tage hier. Ich habe bei den 8. November, bevor ich hier wieder reagieren kann, wenn ich jetzt 14 Tage durchrauschen lasse. Ah, ist nicht so schlau, glaube ich. Da kann ich lieber noch eine Tour machen in der Zeit. Trotzdem, also hier großes Rätsel, wo die 10 Punkte herkommen. Ich kann es mir echt nicht erklären. Aber ihr habt mir was anderes erklärt. Ihr habt mir erklärt, dass ich hier unten durchaus sehe, wo meine Punkte herkommen. Das habe ich nämlich gar nicht gewusst. Und das ist ganz wichtig zu wissen, denn, wie wir hier sehen, von den 33 Punkten, die ich habe, bekomme ich 30 aus Brevoy. 30 Brevoy-Subventionen. Das heißt, die lieben Aldori buttern hier Woche für Woche für Woche mega Ressourcen in meine Baronie. Das ist natürlich logisch vor dem Hintergrund der bisherigen Geschichte, aber war mir noch nicht so klar. Vor allen Dingen nicht in diesem Ausmaß. Das sind ja also 90% meiner Baupunkte kommen ja aus fremden Kassen. Das heißt, das muss Dringil in seinen zukünftigen politischen Entscheidungen natürlich sehr viel mehr mit ins Kalkül ziehen als bisher, ne? So, kann ich irgendwas noch anleiern? Mein lieber Herr Berater ist ja besetzt, also Wirtschaft, das kann es nicht sein. Ereignisse. Glaube und Treue. Das läuft dann demnächst aus. Was könnte Valerie theoretisch machen? Dauert aber 14 Tage. Puh. Also das nächste Rangaufstiegsprojekt, das wird höchstwahrscheinlich Gemeinschaft sein, weil das immer so ein Wackelkandidat war und ich die 10 Punkte Gottesgunst, die da gerade irgendwo hergekommen sind, ich weiß nicht wo, gerne benutzen möchte, um aufzusteigen, damit Valerie auch ein bisschen mehr Bonus hat. Mit Rang 2 hat sie ja dann einen höheren Würfelbonus und Valerie Troubleshooting-Projekte werden kommen, ganz sicher. Und Militär wäre auch so ein Ding. Aber ich kann ja nicht alles gleichzeitig machen. Ich will in jedem Kalendermonat eigentlich nur einen Rangaufstieg machen, im Moment. Das bedeutet, ich müsste jetzt eine Tour unternehmen. Ich sollte jetzt eine Tour unternehmen, die irgendwo hinführt. Ach ja, ich kann. Ich wollte eigentlich als nächstes zu den Trollen gehen, aber vielleicht schiebe ich das noch einen weiteren Monat vor mir her, nur, aber nur einen. Um dann hier mir das anzuschauen. Das habt ihr mir schon mehrfach geraten, mir das hier anzugucken, rund ums Kerzenmeer. Und da haben wir hier dieses Exendorf gehabt. Und hier waren noch ein paar mehr Sachen zu erkunden. Das ist nicht so weit, da kann ich ein bisschen Zeit vertändeln. Und dann kann in der Zeit Valerie noch mal was anderes machen, die Unruhestifter. Gut, das kann auch warten. Dauert aber nur 12 Tage. Das ist natürlich das Gute, dass das nur 12 Tage dauert.
Allerdings habe ich damit, also das kann ich ja später noch anfangen. Das hier verfällt mir in einer Woche. Das ist eine Gelegenheit. Wenn ich dich da jetzt drauf ansetze, dann bist du in 14 Tagen, also am 8. November, wieder frei. Solange habe ich Zeit, eine Tour zu machen, um irgendwas da zu tun. Genau, und dann komme ich wieder, dann ist der 8. Vielleicht komme ich zwischendurch auch nochmal wieder. Und dann kann ich am 8. mit ihr gemeinsam den Rangaufstieg für Gemeinschaft machen. Dann haben wir 8 plus 22, also 18, 8 plus 14, 22. Und dann würde ich am 22. Nate, der nächste Monat hier, nach dem 10., der 11., würde ich an dem Tag dann Richtung Trolle aufbrechen. 22. Ja, da habe ich ja noch genug Zeit vor dem nächsten Monatswechsel. Aber der hat 31 Tage, stimmt. Richtig, fällt mir gerade auf. Ist ja der 10. und 10. Monat. Habe ich noch einen Tag länger Zeit sogar. Ja, ich glaube, das mache ich so. Ereignis starten. Ich wünsche dir viel Glück. Du musst einen. Ah, Schwierigkeitsgrad 16 ist aber auch unwahrscheinlich, dass du das schaffst. Aber ich kann nichts verlieren. Und jetzt ist. Also, Alternative wäre jetzt, die 14 Tage durchzuleiern. Dann wäre das hier weg. Dann hätte ich jetzt noch 6, 7 Tage. Da wäre das 7. vom neuen Monat, wenn ich jetzt das Projekt zum Rangaufstieg mit ihr mache. Ah, bin ich aber dann. Über Monatswechsel wird wieder viel passieren. Ah, schwierig. Das ist sehr schwierig, wie ich das jetzt mache. Jetzt direkt gegen die Trolle ziehen in dieser Zwergenfestung und erstmal Valerie die Gelegenheit machen lassen oder gegen oder hier runterziehen ans Kerzenmeer und Valerie die Gelegenheit machen lassen oder jetzt den Rangaufstieg und dann irgendwie 14 Tage vertrödeln. Aber die Rangaufstiege sind auch wichtig. Ich meine, die Rangaufstiege. Kurz entschlossen. Alles wieder auf Null zurück. Rangaufstieg. Halt, Moment. Jetzt habe ich dir natürlich irgendwas gegeben, oder? Nee, habe ich noch nicht gemacht. Weg. Also das Projekt Glaube und Treue, die Gelegenheit, die verfällt, das ist halt so. Ich möchte jetzt einen Rangaufstieg machen und zwar, weil ich ja schon drei hier rumliegen habe, das ist viel zu viel. Regentin. Gemeinschaft plus 4. Steigt der Rang Gemeinschaft auf 2. Projekt starten. Dauert halt jetzt 14 Tage am Stück. Okay, go. Und da laufen Sachen durch. Da ist, glaube ich, in 7 Städten gerade die Werkstatt von Bocken errichtet worden. Ich habe einen Punkt Gemeinschaft verloren. Warum? Wird da irgendwas passiert? Unterstützung der Vorhaben der Regentin. Jawohl. Rang 2 erreicht. Dank der Bemühungen der Regentin und des Barons ist die Lebensqualität der Baronie höher denn je. Gut. Schön. Unruhestifter. Ach, da hätte ich doch was machen müssen. Aber war das nicht dasjenige? Na gut, also minus 1 geschenkt. Ja, ich habe ja 10 Punkte irgendwo hergekommen, bekommen, woher auch immer. Okay, das ist irgendwie in die Hose gegangen. Aber war das nicht das, was ich, wo ich noch hätte Zeit gehabt hätte? Oder habe ich mich da verschaut? Naja, das ist ganz genau. Ist es okay mit minus 1 Punkt Gemeinschaft, damit kann ich leben. So, Gelegenheit. Jubilus hat es vergeigt. Toll. Super. Der Michel, der macht ja natürlich immer Erfolg. Liebe des Volkes, um 10% reduzierte Kosten von Gebäuden mit festem Loyalitätsbonus. Ba, 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 schön. Ah, und du bist auch durch. Göttlich plus 2. Dann könnte man theoretisch auch einen Rangaufstieg machen jetzt. Nun, der Fluch des untoten Ingenieurs aufgehoben wurde, ist es wohl eine gute Idee, den Fluch zu untersuchen und das nächste Mal besser vorbereitet zu sein. Und da haben wir folgende Erkenntnis.
Es scheint, als wären Flüche ein mysteriöses, schwer zu durchschauendes magisches Phänomen. Sie können verheerende Auswirkungen auf ihre Opfer haben, doch die Quelle ihrer Macht ist weitgehend unbekannt. Vielleicht wäre es eine gute Idee, unsere Augen nach anderen Flüchen offen zu halten, auf die wir möglicherweise stoßen. Die Forschung hat unser Verständnis von göttlicher Magie verbessert. Es beunruhigt mich, dass Flüche göttliche Magie sind. Ich möchte nicht, dass Götter meine Baronie verfluchen. Also bis auf zwei Punkte irgendwas ist hier irgendwie nicht wirklich was dabei herausgekommen, Jod Kafken. Aber gut, ich mach's trotzdem weiter. Gar nichts Neues passiert, doch hier Ereignisse. Oh je. Lindsay, ba. Also hier, das war die Gelegenheit, die ist in die Hose gegangen. Das ist nicht so schlimm. Das hier war das Problem, was ich irgendwie übersehen habe. Minus 1 Gemeinschaft, auch nicht so schlimm. Wird das eigentlich ausgewürfelt, wie viel Malus ich da bekomme, wie viel Abzug? Oder steht das von vornherein fest? Und hier Angriff der Trolle, das war das alte schon. Das war der Trollangriff aus dem letzten Monat. Bei dem von diesem Monat, da ist ja die gute Amiri noch dabei, dauert jetzt noch 10 Tage. Und alle anderen Berater sind gerade frei. Und so, was haben wir denn hier? Unruhe für die nächsten. Das sollte vor dem 1.12. erledigt sein. Da habe ich also noch so einen knappen Monat Zeit, 3 Wochen. Das könnte Valerie machen, hat jetzt einen besseren Bonus. Schwierigkeitsgrad 15. Du hast einen Bonus von 6. Du musst also im Grunde genommen nur einen 9 würfeln. Mindestens einen 9. Dann klappt das. Es ist erwartungswert, dass es klappt. Wenn auch knapp. Der hohe Priester sucht einen Rat. Da wird Jod Kafken irgendwas mir erzählen wollen. Und Linzi hat auch was zu sagen. Ich gehe erstmal in den Thronsaal rein, halte hier Audienz und mal schauen, was dann an neuen Sachen aufgetaucht ist. Also, machen wir mal das in den Thronsaal. Wer bist du? Du bist doch weder Jod Kafken. Ach, du bist Jod Kafken? Echt? Hast du nicht immer einen Stab dabei gehabt? Naja. Jod Kafken, ich bringe schlechte Nachrichten. Geh gleich wieder raus. Geh, ich will's gar nicht hören. Euer Gnaden. Mehrere verderbte Götzen wurden rund um eure neue Hauptstadt entdeckt. Sie gehören zu keinem mir bekannten Gott und scheinen merkwürdige Einzelgänger anzuziehen. Was meine Bedenken noch verstärkt. Ich schlage vor, wir reißen sie ein und Schluss. Niemand weiß, welches Böse aus alter Zeit noch in den Raublanden verweilt. In jedem Fall gehört es nicht hierher. Zerreib diese seltsamen Götzen zu Staub. Ich will in diesem Gebiet keine merkwürdigen Schreine sehen. Göttlich plus 3. Also gut. Ich werde dafür sorgen, dass von ihnen nichts zurückbleibt. Dessen seid gewiss. Gut. Und Lander lebe da. Das ist für euch sicher undenkbar, aber jemand in eurem Hof hat euch bestohlen. Ein kleines Vermögen ist aus der Schatzkammer verschwunden. Ich habe die Suche nach dem Übeltäter schon eingeleitet. Warte, war da gerade noch irgendwas? Lindsay kommt. Ich glaube, ich weiß etwas über diesen schockierenden Vorfall. Könnten wir unter 4 Augen darüber reden? Ich warte nach der Ratsversammlung im Gasthaus auf euch. Ohne deine Antwort abzuwarten, stürmt Lindsay aus dem Thronsaal. Lindsay? Lana lebe da. Oh? Vielleicht ist diese Untersuchung ja schneller vorbei, als ich dachte. Neue Queste. Skandal am Hof. Skandal im Sperrbezirk. Skandal um Lindsay. Ne? Jetzt singen wir mal alle gemeinsam. Skandal in der Baronie. Nein. Hier. Neue Queste. Oh, das ist ihre persönliche Queste. Und sie heißt, es ist leicht, um Verzeihung zu bitten. Ein Skandal am Hofe. Eine große Summe fehlt aus der Schatzkammer. Was heißt denn hier groß? Kann man das mal irgendwie Nummern fassen? Die klügsten Köpfe des Königreichs haben sich auf der Suche nach dem diebischen Schurken die Füße wund gelaufen. Doch urteilt nicht zu schnell, werter Leser. Wer weiß, vielleicht ließ dieser geheimnisvolle Schurke sich nicht von Gier leiten, sondern von höheren Werten.
in der Taverne mit Lindsay sprechen. Kaum war die Veruntreuung bemerkt worden, begab ich, die Autorin dieses Buches, mich zum Baron und bot meine Dienste bei der Aufklärung dieses Mysteriums an. Was kann eine einfache Bardin über die Schatzkammer wissen? Der Fall wurde immer mysteriöser und mysteriöser. Oh ja. Okay. Gut, ich schicke Dringil mal kurz in die Taverne zu Lindsay und ich glaube, den Weg dahin kann ich mal gerade überspringen. Skandal! Skandal um Lindsay! Wo ist sie denn? Halt! Wollte ich gar nicht. Amiri sehe ich. Jenna. Ah, hier oben. Lindsay. Also, wenn man sich unter vier Augen treffen will, ist dieser Raum hier wohl genauso schlimm wie der Thronsaal, liebe Lindsay. Weißt du das? Lindsay tritt nervös auf der Stelle und dreht einen Federkiel in den Händen. Sie bekommt einen hochroten Kopf. Also, was die Unterschlagung angeht, ich meine, still bleiben? Seht mich nicht so an. Ich fühle mich wie ein Fisch auf dem Trocknen. Ich war es. Ich habe das Geld aus der Schatzkammer genommen. Seid nicht wütend, ich kann es erklären. Wisst ihr, ich habe schon immer davon geträumt, eine eigene Druckerei zu haben, damit ich jederzeit selbst Bücher drucken kann. Und dann habe ich erfahren, dass in Breboy eine Druckerpresse billig verkauft wird und, nun ja, ich konnte einfach nicht widerstehen. Okay. Also, kann ich sagen, hervorragende Idee. Freut mich für euch, Lindsay. Das sagt Dringil nicht. Sie hätte ja vorher mal fragen können. Zweitens. Gut, ihr könnt eure Druckerei eröffnen, aber keine weiteren Überraschungen. Drittens, wieder nur einer eurer Tricks. Viertens, ihr habt euch an der Schatzkammer bedient. Jeden anderen hätte ich dafür längst in den Kerker geworfen. Ihr werdet das Geld zurückzahlen oder zurückgeben. Egal, woher ihr es bekommt. Und ihr werdet diese Druckerei nie wieder erwähnen. Also richtig gut passt eigentlich keiner von diesen Sachen. Warum wird hier diese Gesinnungssachen nicht mehr eingeblendet? Ist wieder so eine Sache, oder? Wieder nur einer eurer Tricks. Was willst du denn damit sagen? Ich verstehe nicht, was du damit sagen willst, Dringil. Vor allen Dingen, wieso denn wieder? Sie hat doch noch nie irgendwie dich ausgetrickst, oder? Wissen wir gerade was nicht im Gedächtnis. Dass sie vorher nicht gefragt hat, das macht Trinki natürlich sehr, 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 sehr sauer und wütend. Was passt denn am ehesten? Die Druckerei hat natürlich auch seine Vorteile oder ihre Vorteile, ja. Mit großem Bauchkrummeln. Option 2. Gut, ihr könnt eure Druckerei eröffnen, aber keine weiteren Überraschungen. Danke. Ihr habt mein Wort. So etwas wird nie wieder passieren. Wenn doch, dann geht's echt in den Kerker, meine Liebe. Habe ich dann überhaupt keine Scheu mehr. Es gibt aber noch ein Problem. Die Presse hätte schon geliefert werden müssen, aber bis jetzt ist sie nicht da. Ich fürchte, angesichts unserer Straßen und des Gesindels, das sich dort herumtreibt, dass sie sich in Luft auflösen könnte. Was? Dass sie sich in Luft auflösen könnte? Wie bitte? Können wir vielleicht nachsehen, was passiert ist? Sie sollte über die alte Straße durch die Nalmark kommen. Na gut, suchen wir eure Presse. Immerhin wurde sie schon bezahlt. Ja, aber geht nicht ohne mich. Das ist logisch, ja, dein Ding. Oh Mann. Kaum war die Veruntreuung bemerkt worden, begab ich, achso, das habe ich schon gelesen, hier, die Druckerpresse finden, die die Hauptstadt nicht erreicht hat. Ja, werter Leser, ich lasse euch nicht im Dunkeln tappen. Ich weiß, ich habe die staatlichen Gelder veruntreut. Bitte urteilt nicht über mich. Ich habe das Geld verwendet, um eine Druckerpresse für die Hauptstadt zu bestellen, auf das wir Bücher drucken können, damit all unsere Bürger sich weiterentwickeln können. Einschließlich des Buches, das ihr nun in deinen Händen haltet. Was das ihr nun in deinen Händen haltet, das ist auch eine schöne Übersetzung. Doch obwohl Baronin... Was bitte? Doch obwohl der Baron mir meinen nicht genehmigten Einkauf vergab, wartete schon das nächste Problem. Die Presse erreichte die Hauptstadt nicht. Sie hing irgendwo auf den schlammigen Straßen der Nalmark fest. Sie sind gut auch, ist ja alles sehr
Ich habe für solche Spielereien keine Zeit. So, Dringi, wir müssen nochmal an die Karte, an den Kartentisch, deswegen wieder dahin zurück. Oder noch nicht ganz an den Tisch, weil es gab ja zwischendrin, während das Aufstiegsprojekt mit Valerie gemacht worden ist, die Nachricht, dass Bockens Sache abgeschlossen sei. War das nicht so? Hier, Hofalchemist. Was steht denn da? Ist abgeschlossen, die Queste. Jetzt müssen wir nur noch ein Labor für den Alchemisten bauen. Danach kann er sich an die Arbeit machen. Ja. Ab sofort dient Bocken dem Baron. Bald wird er in die Hauptstadt kommen, um die Früchte seiner Arbeit zu präsentieren. Okay, ich muss jetzt hier nichts weiter tun. Ja, der ist ja jetzt... Also der weiß Bescheid, dass seine Werkstatt in 7 Städten errichtet worden ist. Er hat sie auch schon bezogen und macht da sein Ding. Und ich muss jetzt ihn nicht ansprechen oder noch irgendwas in 7 Städten anschalten oder so. Das geht alles von alleine. So lese ich das hier. Und er kommt irgendwann und erzählt mir was. Wie gebe ich ihm eigentlich Aufträge? Das müsste doch bestimmt über das Stadtmenü gehen, oder? Dass ich auf die Werkstatt klicke und ihm dann irgendwie was sage. Naja, wir gucken mal nach Gwirland. So, Hohepriester sucht deinen Rat. Plus 1 göttlich haben wir ja gemacht. Richtig. Und Lindsay. Erfolg. Minus 30 Baroniepunkte. Arg. Okay, so. Rangaufstieg. Weil jetzt göttlich aufsteigen könnte. Aber habe ich jetzt keine Zeit für. Das sind die Rangaufstiege, jawohl. Ereignisse. Projekte. Erstmal die Ereignisse. Muss ich auf irgendwas reagieren? Hier läuft es noch 10 Tage. Die Unruhestifter. Das sollte ich vor dem ersten nächsten Monat, des nächsten Monats erledigen. Dauert 12 Tage. Bis dahin ist Amiri vielleicht wieder frei. Das könnte Valerie machen. Glaube und Treue. Habe ich das noch gar nicht gestartet oder was? Nee, Tristian war ja noch besetzt mit irgendwas. Stimmt, du hast doch irgendwas gemacht, Michel. Michel, hattest du nicht irgendwas gemacht? Hier, genau, Michel hatte das gemacht, richtig. Warum ist denn der dann hier schon eingetragen? Bei Ereignisse? Warum ist denn der hier schon drin? Könnte nämlich auch Valerie machen. Also das ist eine Gelegenheit, die läuft auch dann bald aus, am nächsten Monatswechsel. Was macht denn das? Glaube und Treue. 14 Tage. Also ich könnte da den Michel drauf ansetzen und hier könnte ich Valerie drauf ansetzen. Da wären die besetzt. Was habe ich an Projekten? Ich glaube, ich sollte diese Straße hier, das sollte ich nicht zu lange in die Zukunft verschieben. Ich habe auch gerade genug Geld, um das anzugehen. Straße des Alexanders Posten. Eben weil die Aldore hier so viel in meine Baronie reinbuddern, sollte ich die jetzt nicht vor den Kopf stoßen. Deswegen würde ich aus politischen Gründen gerne das Jubilosten machen lassen. Und zwar ASAP. Also eigentlich jetzt. 30 Tage. Das hat versetzt. Naja, gut, ich weiß auch nicht. Mach einfach. So. Der ist am Machen. Das hier ist Rangaufstieg. Religion. Gut, das ist auf. Das geht nicht. Ich keinen freien Berater. Das hier ist Rangaufstieg Amiri. Geht jetzt auch nicht. Das wäre Amiri. Geht auch nicht. Das wäre Tristian. Mache ich jetzt nicht. Mache jetzt keinen Rangaufstieg. Jod Kafkin könnte natürlich den nächsten Fluch erforschen, wenn ich genug Gold hätte, was ich gerade nicht habe. 50 Baroniepunkte. Jod Kafkin wäre frei, aber ich habe nicht genug Gold. Die Flüche, Training, Wirtschaft,
Rangaufstieg. Ich würde aber die Zeit gerne nutzen. Ja, das dauert ja ewig, diese 60 Tage. Ich würde das gerne machen. Und ganz ehrlich, der Rangaufstieg in der Göttlichkeit, den ich jetzt auch machen könnte, der ist gerade nicht derjenige, der als nächstes gemacht werden muss. Als nächstes würde ich gerne Wirtschaft machen. Das allein dauert ja 14 Tage und das mache ich dann ohnehin erst im nächsten Monat. Und danach irgendwann erst göttlich, wenn vorher nicht ein anderes Ding kommt. Was ich aber nicht sehe, dass das so schnell kommt. Deswegen würde ich jetzt fast überlegen, ob ich nicht 18 Baroniepunkte mir noch auf dem Markt kaufe, gegen Gold, dann hätte ich die 50 Baroniepunkte. Baupunkte sind natürlich, Mensch. Ihr wisst, Baroniepunkte sind bei mir Baupunkte, ja? Hätte ich 50 Baupunkte frei und könnte die benutzen, um Jod Kafken wieder auf die Spur zu setzen wegen der Flüche. Das ist zwar eigentlich im Moment Ressourcenverschwendung, aber so ist es nun mal, genau. Ich gehe mal gerade auf den Markt und kaufe mir da mal 18 Baupunkte und komme da gleich wieder her. So, da bin ich wieder. Forschung über das Wesen von Flüchen, den Sensenbaum. Gibt es keinen, was? Achso, habe ich den irgendwo anders noch drin? Ach, das kann gar keiner machen. Ah, interessant. Ich dachte, das kann Jod Kafken machen, kann aber gar nicht. Mysteriös. Aber er kann das Dorf an den Marken Dakana erforschen. Da kann er es nicht, erstaunlicherweise. Und Kahler Hügel kann er wieder. Na dann, das kann ich sowieso nicht. Dann machst du halt das Dorf an den Marken. So, 50 Baupunkte sind vorhanden. Projekt starten. Dann bist du die nächsten 45 Tage beschäftigt. Und dann geht's an die Ereignisse. 14 Tage. Da ich den Michel bis dahin nicht brauchen werde, kann der das machen. Starten. Unruhestifter. Darum kümmert sich Valerie. Sollte gelöst werden. Genau. Wie lange dauert das? 12 Tage. Valerie, ich wünsche dir Glück. So. Jetzt haben alle was zu tun, richtig? Das ist Valerie, das erkenne ich. Das ist der Michel. Und irgendwie mehr haben wir hier gar nicht auf der Karte, erstaunlicherweise. Das Straßenbauprojekt wird gar nicht angezeigt, aber das ist ja gerade am Machen, richtig? Das habe ich gestartet. Ja, das geht. Jo, es sind alle besetzt. Alle 4 Berater, die ich habe. Oder 5. Was ist das da oben eigentlich für ein Ding? Ah. Das ist so eine Art Baronie-Buff. Der wird mir hier oben jetzt angezeigt. Ich habe 10% reduzierte Kosten. Richtig, das hat der Michel ja gemacht. Richtig, richtig, richtig. Okay. Oh. Also nochmal genau geschaut. Kein Rangaufstieg. Das macht gerade Jubilost. Training machen wir keins. Das macht gerade Jod Kafken. Hier haben wir nix. Valerie, Michel, Amiri. Genau, alle 5 sind besetzt. Gut. Ja, liebe Querlinge, bisschen überzogen wieder hier in dieser Episode. Aber so ist es normal, wenn Regierungsgeschäfte zu tätigen sind. Und damit bleibt es auch erstmal so, wie es ist. Jetzt geht's dann an die nächste Tourenplanung. Und ich schmeiße euch jetzt hier aus dem Video raus und würde mit einer Tour beginnen wollen. Und zwar würde ich die Trolle noch ein klitzekleines bisschen vor mir herschieben und würde eine Tour machen wegen Lindsays Gedöns mit ihrer Druckerpresse und so weiter. Und würde, wenn das mich nicht zu sehr aufhält, dann in der gleichen Tour noch hier unten mal wegen Tick und Kerzenmeer und Gedöns mehr unten das anschauen. Und deswegen werde ich eine Heldengruppe zusammenstellen, die da hingehen soll. Diesmal ist Lindsay wieder mit dabei und würde die auch schon vor die Tore der Stadt schicken. Und dann geht's auf der Überlandkarte mit der Heldengruppe, die ich mir ausgesucht habe, dann weiter am Beginn vom nächsten Teil. Bis dahin!